Moin zusammen! Heute zeige ich euch, wie ich dieses hübsche Ding, meine Ducati Monster 821, mit diversen Gepäcklösungen halbwegs reisetauglich mache, ohne sie dabei optisch völlig zu verschandeln. Und das Ganze auch in einem finanziell vertretbaren Rahmen. Jetzt holen die ja noch Glas ab. Ich brech ab. Doch bevor es losgeht, ein dickes Dankeschön und Daumen hoch von mir an alle Abonnenten. Bereits 40 Leute finden das, was ich hier treibe, so gut, dass sie sogar ein Abo dagelassen haben. Ihr seid super. Dankeschön. Ganz offensichtlich ist diese Art von Maschine nicht für die große Planetenumrundung aller BMW GS gebaut. Kurzes Heck, kleiner Sozia-Sitz, wobei der von der Monster gar nicht mal so klein ist. Begrenzter Platz, um Seitenkoffer oder Taschen anzubringen. Und mit der schmalen Silhouette und dem Knackarsch von hinten wird die Maschine mit jedem Gepäckstück zu viel aussehen wie Toni Garn mit Merkels Hintern. Aber wer wie ich auch mal längere Touren unternehmen will, der muss ein bisschen was unterkriegen. Also hier meine Lösung. Fangen wir mit dem einfachsten an. Mein mittlerweile 10 Jahre alter Tankrucksack. Nicht mehr schön, dafür selten, hat auch schon einiges mitgemacht. Aber der ist und bleibt einfach praktisch. Flaschen auseinanderklappen, gucken, dass unten drunter alles sauber ist. Wir wollen uns den Tank ja nicht zerkratzen. Mittig auf den Tank legen, die ersten Magnete greifen schon und Flaschen runter. Und das Ding hält jetzt schon bombenfest. Damit das Ding noch bombenfester hält, habe ich weitere Magnete unten in die Taschen gepackt. Und damit man die empfohlene Maximalgeschwindigkeit von 130 auch mal überschreiten kann, muss man noch diesen Gurt einmal um das Lenkkopflager frickeln. Der dicke Gitterrohrrahmen ist auch nicht wirklich hilfreich. Da ist er. Ab durch die Lasche. Festziehen. Fertig. Falls ihr euch wundert, wer hier im Hintergrund immer hin und her fährt, da wird die nächste Generation Motorradfahrer gezüchtet. Hier verschaue ich Schuhe, Portemonnaie, Papiere, Handy, Dinge, wo man halt schnell mal ran muss, Second-Layer-Klamotten und vor allem die Karten. Denn der heimliche Star und Grund, weshalb ich mir noch keinen neuen Tankrucksack gekauft habe, ist das riesige Kartenfach. Die Folienkarten von Lois passen hier nämlich perfekt rein. Kleiner Tipp am Rande, unzerstörbar. Und für jemanden wie mich, der gerne über Karte navigiert, statt stumpf einem Pfeil auf dem Navigationsgerät oder Handy zu folgen, ist das ein Segen. Inklusive Regenhaube für den Ernstfall hat mich das Ding einfach noch nie im Stich gelassen. Und der nächste Evergreen, die Lois Gepäckrolle. Ich glaube, das ist die 30 Liter Variante. Wasserdicht, seit 10 Jahren ein treuer Begleiter. Zusammen mit dem passenden Spannnetz einfach ultra praktisch. Wie ihr seht, nehme ich die Sozius-Abdeckung auf Reisen immer ab. Das Risiko, dass mir die zerkratzt, wenn da Gepäck drauf liegt, ist mir ein bisschen zu hoch. Rolle hinten drauf schmeißen, Spannnetz auseinander tütteln, in die mickrigen Laschen unter der Sitzbank fummeln. Falls ihr noch nicht wusstet, dass ihr welche habt, unter der Sitzbank, da sind sie. Andere Seite. Ordentlich ziehen. Und ich klemme sie mir unter das Heck. Fertig. Hier packe ich alle Klamotten zum Anziehen ein und Hygieneartikel. Spätestens nach dem zweiten großen Trip weiß man einfach, wie viele Klamotten man wirklich braucht. Die 30 Liter Variante reicht völlig. Und dann sollte da eigentlich ein Rucksack um die Rolle geschnallt werden. Bei meiner Honda CBF 600 hat das immer wunderbar funktioniert. Bei der Ducati nur so mittel. Nach einigen Kilometern rüttelt sich die Fuhre so zurecht, dass der Rucksack immer tiefer wandert und schließlich das Rücklicht verdeckt. Nicht so geil. Und wer die absurde Idee hat, ich sollte den Rucksack einfach auf dem Rücken tragen, hatte parallel noch nie eine Gepäckrolle auf dem Sozius. Verwöhnt durch die 100% wasserdichte Packrolle suchte... Au, heiß! Suchte ich nach... Verwöhnt durch die 100% wasserdichte Packrolle suchte ich nach Drypack Seitentaschen mit Rollverschluss. Dann erspart man sich das Gefrickel mit den Regenhauben. Aber es gibt anscheinend keine anständigen wasserdichten Seitentaschen mit Top-Rollverschluss unter 20 Liter pro Tasche. Die noch am ehesten in der engeren Auswahl lagen, waren die Dryspec D20. Aber mit 43 cm Länge und 20 Liter Volumen sind die einfach zu groß für die Monster. That's what she said.
Genauso die Vanucci Satteltaschen WP08. Tolle Verarbeitung und formstabil auch im leeren Zustand. Die Taschen konnte ich probehalber bei Louis mal überwerfen, aber mit 30 cm Höhe leider auch zu klobig. Die Taschen von Krieger sind super, aber sind zu hoch, wenn hochkant verbaut und 90 Grad gedreht, ist auch unpraktisch. Und so ein Dryback 700 von SW Motech ist mir persönlich dann auch zu viel. Die Legend Gear Satteltaschen haben eigentlich das perfekte Maß und die Halterungen sind auch recht gut gelungen. Aber sie sind nicht wasserdicht, teuer und vielleicht vom Stil her nicht das Passende für eine Monster. Sämtliche Kofferlösungen, die ich im Netz für die Monster gesehen habe, sind in meinen Augen zu groß, zu klobig, zu breit, zu teuer. Nee, nicht mein Fall. Dann müssen es halt doch Stofftaschen sein. Da ist die Auswahl deutlich größer. Im Ernstfall dann halt doch Regenhaube. Aber an dem kleinen Wespenarsch sieht alles über 12, 15 Liter oder 25 cm Breite in meinen Augen zu viel aus. Sorry, Röhnschrat. Doch Gott sei Dank hat Polo eine kompakte Version ihrer Q-Bag Seitentaschen im Sortiment. Mit 11 Litern Volumen pro Seite und einer Breite, die gerade noch zu verschmerzen ist, und eine Länge, die die Silhouette auch nicht komplett versaut. Mega dicker Stoff, der einen kleinen Regenschauer auf jeden Fall standhält. Und rundum Versteifungsplatten, die das Ding in Form halten, auch wenn es mal leer ist. Klettband auf die richtige Länge einstellen. Einfach über den Sitz schmeißen und mit den mitgelieferten Schlaufen fixieren. Einklipsen. Hier findet man eine GoPro samt Zubehör, weiteres Technikgeraffel, Regenklamotten und ein bisschen Verpflegung seinen Platz. Die Gurte halten die Taschen schon bombenfest, lassen sich aber trotzdem blitzschnell wieder lösen und die Taschen wieder abnehmen. Aber Moment mal, die ganze Chose ist doch noch recht wackelig und knickt irgendwie und nein. Richtig. Deshalb kommen wir zum spaßigsten Teil meines Setups, die Halterung bzw. Abstandshalter. Da Q-Bag bzw. Polo keine passenden anbietet, müssen wir halt welche passend machen. Dafür habe ich mir die viel zu großen, aber saustabilen Shat Seitenträger bestellt, die eigentlich für die dazugehörigen Softbags gedacht sind. Diese werden mit Abstandshaltern und Trägerplatten direkt unter die Sitzbank geschraubt. Aber wie zu erahnen, sind diese deutlich zu groß, als dass sie die Taschen anständig stützen und stehen viel zu weit nach außen. Aber als Ausgangsbasis zum Modifizieren super. Die Bügel haben wir abgetrennt, gekürzt, leicht gebogen und neu wieder angeschweißt. Mit wir meine ich meinen Onkel. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße und vielen, vielen Dank. Die massiven Trägerplatten wurden auch gekürzt und jeweils zwei neue Löcher gebohrt. Noch einmal abgeschliffen, neu lackiert und fertig sind die neuen passenden Träger. Abstandshalter. Deutlich kleiner und stehen deutlich weniger weit hervor, sondern schließen bündig mit Auspuff und Sitzbank ab. Und so sieht die ganze Fuhre komplett aus. Die Seitentaschen liegen perfekt auf den Abstandshaltern an und die Gurte halten das alles an Ort und Stelle. Um auch mal ein paar Hausnummern zu nennen. Das Setup, so wie es hier ist, hat mich rund 212 Euro gekostet. Der Tankrucksack, wie gesagt, 10 Jahre alt, war damals im Angebot für 30 Euro. Drive gibt es glaube ich auch gar nicht mehr. Die Packrolle 30 Liter kosten, glaube ich, im Angebot 12 Euro oder so. Die Satteltaschen, wenn sie im Angebot sind, 70 Euro. Das Set. Die Seitenträger von Shat waren eigentlich so das teuerste mit 85 Euro. Die Arbeitszeit lassen wir mal außen vor.
Das Spannnetz 5 Euro bei Amazon. Achtet darauf, dass ihr Haken mit Gummikappen bekommt. Die aktuellen von Lois haben nämlich keine. Und 7 Euro für eine Dose Sprühlack, um die Träger wieder schick zu machen. So, das war's. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ach, und solltet ihr noch ein Ein-Mann-Zelt mitnehmen wollen, empfiehlt es sich, einen Freund in der Gruppe zu haben mit einer Transalp und Seitenkoffern, der das Ding da mitschleppt. Vielen Dank, Timo, an dieser Stelle. Ciao. Beep, beep.